Fürsten die Luftlauffestung, Mann. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn ein oder zwei fehlen. Wenn ihr mal nach Foltern ist. Dennoch, es ist ermüdend, sie immer zu anzuschreien und sicherzugehen, dass sie keinen Ärger machen. Natadir et Figenin. Ich hab gestern den größten Drau getötet, den du dir vorstellen kannst. Oh, oh, nicht das schon wieder. Wie viele Köpfe hatte dieser denn? Hat er auch Feuer geschossen? Aufsammeln. Trilaich. Das ist schon ziemlich viel, was ich hier hab. Muss ich mal so sagen. Töte einen Kraug, ey. Natürlich, ich töte einen Kraug. Blutrausch. Fordere Kocke den Zahaka heraus, indem du seinen Uruk und Kurszeit zermetzelst. Was hab ich denn überhaupt jetzt? Ich könnte jetzt hier. Was ist Ruhigblut? Vorgeschaltet und heraus, indem du seine Berserker tötest. Tumuk Abhäuter. Schreck der Überlegenheit der Uruks. Den müsste ich halt mal töten. Fernkampf, Schattenangriffe kann durch Kampf durchaus verwundet werden. Und ist so schlecht. Aber es ist nicht immun gegen Fernkampf, sprich meine Schatten. Genau, Schattenangriffe funktionieren. So, aber dem werden seine beiden Dingens hier. Würde ich dann erstmal töten. Leicht Todesstöße, Fernkampfangriffe. Wo ist der? Gore, der Ausgekochte. Hm? Ich hätte meine Hand zeigen, wo ich hin muss. Ein bisschen genauer, aber wäre cool. Okay. Also das Grüne ist die Anzahl. Ha, dit, ich bin ein Trottel. Muss ihn halt da drin finden in der Festung. Oh Gott. Wie wenig Blut wird es bei diesen geben? Ja, es gibt kein Essen, keinen Grog und nicht einmal einen ordentlichen Kampf. Oh, tschüss. Trag. Den such ich doch. Mal irgendwie in eine Schussposition kommen. Ein Raum ist ausgebrochen. Und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Lass den laufen. Vielleicht zerstampft er ein paar Ghule. Bist du denn? Kortug. Der ist auch für alles anfällig. Frag der Sanfte. Kampfbericht. Zack. Macht plus 5. Was? Habt ihr das gehört?
Ups. Ups, ups, ups. Die einzigen Orks direkt in der Nähe sind die beiden. Dieser Waldläufer soll sich nur trauen, auf mich herabzuspringen. Will muss ich nicht. Oh, du warst das. Ja, ihr habt ein Machtproblem, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Tja, ich hoffe, du hast recht. Moment! Da ist der! Ich brauche Hilfe! Ihr Waldläufer! Entzünde das Leuchtfeuer! Bleibt wachsam! Sicher ist sicher! Dübbidübbidübbidübbidü. So, mal kurz aufnehmen. Oh, Köhlenfestung. Und bin wieder weg. So. Den muss ich eh als Vergeltungsziel. Kann durch Schleichtodesstöße sofort getötet werden. Junge Gefährten greifen Feinde aus dem Hinterhalt an. Setzt Wurfwaffen ein, die dann zu ihm zurückkehren. Da kann man grünen hohen Schaden ja nicht gekontert werden. Oh. Hm. Sollte ich vielleicht doch wirklich versuchen, aus dem Hinterhalt anzugreifen. So, versuchen wir mal da an schnell zu reisen, würde ich mal sagen. Wo ist er denn? Ja, put. Es gibt nichts Lustigeres als zuzusehen, wie die Schützen die Menschen mit ihren Wolken. Pug. Der ist hinter mir. Ist auch mal interessant. Kommst du noch irgendwann, Typi, oder? Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Ja, macht mal. Furcht vor Karago. Oh. Das ist ja schön. Nein, nicht das. Oh. Verarschen. Oh, nö. Ich muss wieder so ewig daher rennen. Was? Plupp weg. Das ist aber ein schlechter Scherz. Ich hab schon mal getötet. Ich hab's ja gerade schon getötet. Ist jetzt wieder da oder was? Ja. Töten die ja nochmal. Truck.
Kann durch Leichttorstöße sofort getötet werden. Typ. Nur noch wir zwei Waldläufer. What? Das haben wir schon bemerkt. Hey! Überrascht mich zu sehen. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du gar nichts mehr sehen. Zeit zu sterben. Mich verarschen? Ja. Ist der wieder da? Willst du mich veralbern? Das ist aber echt ein schlechter Scherz. Es ist doch echt ein Witz. Es ist doch ein Witz. Hättest mich töten sollen. Ach, was soll denn das? So ein Bullshit. Alter, ehrlich, da hat das Spiel mal richtig hart versagt. Hm. So ein Quatsch, ey. Ja, überlebt. Der ist vorher geflohen, war weg und dann kommt er plötzlich wieder hinter mir gespawnt, oder was? Ach, so ein Wichs. Ehrlich, kriegt euren Scheiß. Entweder lasst sie immer da oder ihr lasst sie weg, aber dann nie plötzlich kommen. Ja, ich wollte ihn gerade töten. Spasti, ey. So ein Bullshit, ehrlich. Na, no, hat immer drei Leibwächter jetzt. Der Typ, den ich gerade puckte, den ich gerade töten wollte. Jetzt kann auch nicht mehr instant getötet werden. Oh, das ist so ein Bullshit, ey. Da geht mir schon wieder die Lust flöten. Muss ich ehrlich sagen. Wenn die einfach so auf dem Haufen hocken. Wenn das der Typ halt wieder da ist, das ist so ein Quatsch. Gerade getötet. Nee, ich bin dann wieder da. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe. So ein Hirnrisiko-Quatsch. Ihr nicht, was mit mir passiert ist, aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Handelsschleichthose will sofort getötet werden. Das ist halt wirklich dann direkt zwischen zweien, bis du jedes Mal den finalen Stoß sagen, wenn ich den bei ihnen abkriegst. Ey. Schleichtöte. So, nochmal ein Versuch. Es ist vollbracht. Chance, dass nur drin wieder den Kopf zum Platz gebracht wird.
So. Explosion von Feinde und Schattenangriffe verwundet werden. Chaka aus der Grube. Geht's momentan bloß in so einem Dingens da. Bin ich ja doof. Da. Ja, den gibt's nur in dem Duell oder was das immer ist. Aber diesmal will ich Schock aus der Grube töten und dann ist mir egal, was mit dem anderen passiert. Überfall. Drohne Überfall gegen ihre Rivalen aus der Sieger dieses Überfall erlangt Macht, mische dich in den Überfall, um seine Armee zu schwächen. Gegen Chaka aus der Grube hat auf jeden Fall auch mehr Macht, deswegen werde ich auf jeden Fall den töten, wenn ich kann. Gebt Acht! Hier wurde ich schon einmal angegriffen! Ja, Chaka aus der Grube greift an. Ich wusste es! Ruchtug. So, wo ist jetzt Chaka aus der Grube? Hallo. Chaka aus der Grube fallen. Ja. Bruchtug. Chaka aus der Grube. Wir wurden verraten! Wo ist er denn? Du bist tot! Bist du dran? Versuch nicht, dich zu wehren! Geht doch. Chaka. Genau wie geplant. Tü-tüm. Der belebt halt nie lang genug. Stark war er gar nicht! Macht 15 Alarm. Schade. Explosionen, immun gegen Kampfangriffe und Todesstöße. What? Kann das Schleichen ausschauen, wenn wir nicht verwundet werden? Kampfgeschwert zu töten, möglicherweise ist ein Todesschutz notwendig. Giftfolge lässt bei Bedarf ein. Versuche über ihn zu springen. Waffe verfügt über nachhaltig wirkendes Gift. Kampfmeister. Aber betäuben kann ich ihn. Zerstören. Doch du kannst uns nicht stoppen. Bereits jetzt steigt der Rauch über dem Schicksalsberg auf. Ja, das funktioniert aber nicht. Ach, es ist... Boah, ehrlich. Warum sind es immer zwei?
was den Bleichhäuten hier nicht gefällt. Es soll schlimm sein, denn so wird man härter. Shaka. Wer bist du denn, ey? Ogbur. Grünen Panik im Brennt, Grünen Panik bei Anblick von Graux, kann durch Kampfschutz verwundet werden. Der Tag ist wohl abgehauen. Mit Brand habe ich es noch nie so. Blickt in den Himmel, wenn ihr auf Patrouille seid, damit sich der Grabwandler nicht so einfach auf euch stürzen kann. Wegrennt, armselig. Versucht den Kampf zuerst zuzuschlagen, greift den Feind aus dem Hinterhalt an, Sturmgriff in gerade Linie, gerät in Wut, wenn sein Herr angegriffen wird. Demnach kann ich den terrorisieren. Ich sollte deine Füße festnageln! Oh nein, dieses Mal nicht! Wir sind fertig! Los jetzt! Wo willst du denn hin? Das Schlimmste an diesem Bleichhäuten ist, dass sie sich... Schlag die nieder! Au! Och, Junge! Mein Bein ist festgenagelt! Haltet euch von seinen Pranken fest, nicht! Ich bin ihm auf der Spur! Ach, diese Ruckler! Geht doch. Er lässt die Köpfe rollen. Feuern, oh, können die auch feuern? Wusste ich gar nicht. Kann ja wirklich alle feuern, das ist ja lame. Luktasch der Bluter. Aber du kriegst bloß dann die Info, wer das ist, aber nicht, was für Stoffstein der hat. Zumindest beim ersten Mal. Den ich eigentlich töten wollte, hab ich immer noch nicht getötet. Diesem Waldläufer in die Rippen stoßen. Habt ihr das gehört? Sofort! Top, 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 top. Ah. Mal kurz weg. Machprobe jetzt verfügbar, ja, super. So. Der existiert halt immer noch. Sklaven!
Was ist denn jetzt hin? Boah, natürlich kommt er auf die andere Seite. Oh nö. Explosion kann durch Fernkampf und Schattengriff verwundet werden. Na toll. Den muss ich sozusagen alleine haben und darf ihm dann keine Endstöße geben. Na super. Ja, nee, ist klar. In der Feste habe ich ihn bestimmt mal alleine. Oh. Der ist auch immun gegen Schleichangriffe, oder? Ja, immun gegen Schleichen, Kampfmeister. Immun gegen Kampfangriffe ist halt. Brr. Was ist hier neu? Stufe 9. Ich habe Stufe 14 ausgerüstet. Weg damit. Was ist hier neu? Stufe 7. Stufe 6 bekommen. Stufe 16. Stufe 7. Stufe 8. Stufe 6. Stufe 10. Stufe 14. Oh, 2000. Nahkampftötung auf, um 20 Sekunden lang unbegrenzte Hinrichtung zu ermöglichen. Freigeschaltet, um diese Fähigkeit zu benutzen. Zur Gefänger, LT gedrückt halten, L und R, 5 Sekunden unbegrenzte Erdbeschuss und Fokus und Brandpfeil zusammen. Ja, da werde ich wohl mal sparen müssen. 20 Sekunden, um unauffindbar zu sein, unbegrenzte Schleichtötung ausführen zu können. Soll ich den da rausloggen? Das ist totaler Humbug. Kampfschutz verwundet werden kann durch Fernkampf und Schattenkampf verwundet werden. Immun gegen Schleichen, Kampf, stückiges Volker. Ausführung des Auftrages. Weil ich immer zwei habe, kann ich auch direkt den Auftrag machen. Kann auch den auch nie in Panik versetzen oder irgend sowas, das ist halt das Problem. Ja, Krakow, der Zahakter. Der Zahakter. Töte die Uruks so schnell du kannst, um den Zorn des Häuptlings zu wecken. Ich mag es, Gott zu schön. Kugaluga. Kann durch Kampfstöße sofort getötet werden? Luke, den habe ich noch gar keine Info drüber.